Wo sind denn diese bescheuerten Blumen jetzt hier? Da stand jetzt schon wieder suchen. Mann, hau ab, Junge. Ich brauche die Blume. So, Nebenquest, let's go. Aitor, erfahren Sie mehr über Aitors Zustand. Wie komme ich denn hier wieder raus, Alter? Na hier. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, wie es Aitor so geht. Ich muss immer an Ailton denken, wenn ich den Namen höre. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil die sich so ähnlich sind. Wie komme ich denn da hoch? Sag mal, sind da wirklich welche eingesperrt? Sieht so aus, ne? Einmal darüber. Da drüben ist es. So. Dann gucken wir mal. Nein, Steven. Kein dreckiger Kräutersammler entscheidet über das Schicksal meines Mannes. War dein Medizinabschluss dafür, um magische Heilmittel bei Quacksalbern zu suchen? Oh, Zwillinge. Hör zu. Wir haben keine Medizin. Kräuter sind unsere einzige Chance. Mein Mann hat jahrelang für dich gekämpft. Du musst Medizin für ihn beschaffen. Nicht irgendwelche Kräuter, die ihn vergiften könnten. Vielleicht muss ich auch Medizin beschaffen. Wie geht's ihm? Aitor ist stark, aber er braucht Medizin. Und die haben wir leider nicht. Wir haben alles getan, was wir konnten mit unseren Mitteln. Nach dem Chemieangriff wurden einige Pflanzen zu Heilpflanzen. Sie funktionieren wie Antibiotika. Aber dennoch, die Leute hier halten nicht besonders viel von Heilern. Aber man kann es ihnen nicht verübeln. Die Volksheiler geben zuverlässigen Rat, aber er lässt sich nur schwer richtig befolgen. Wenn man etwas vergisst, das falsche der macht auch keine Pause, ne, wenn wir reden. Dosierung verwendet. Da verabreicht man Gift anstelle von Medizin. Ist schon oft genug passiert. Denn wenn jemand einen der Schritte des Rezepts vermasselt, könnte ihn das töten. Genau. Aber es reicht, den Anweisungen der Heilerin genau zuzuhören und sie zu befolgen. Die Kräuterkundige, die ich kenne, ist talentiert. Sie ist Aitors einzige Hoffnung. Was hat seine Frau dann für ein Problem? Aberglaube stirbt nur langsam aus. Margaret hat überall vielen Leuten geholfen. Manche wollen es nur einfach nicht zugeben. Okay. Ich denke, ich kann helfen. Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Was in Old Villador passierte, ist schrecklich. Wir haben so viele Leute verloren. Soweit ich weiß, ist Aitor unser einziger Zeuge. Wenn er also stirbt, finden wir nicht heraus, was dort passiert ist. Ganz genau. Wo kann ich diese Heilerin finden? Auf Colwood Island. Keine Sorge, du kannst Margaret vertrauen. Warum sollte ich denn helfen, wenn er weiß, was die Wahrheit ist? Weil ich bin ja da mutmaßlich dran beteiligt, oder? Naja, finden Sie Margaret, die Heilerin. Let's go. Ich muss wieder runter. Meinen die mich? Schon mal darüber nachgedacht, den Peacekeepern beizutreten, Pilger? Du bist ein starker Kämpfer, wie ich gehört habe. Ich denke jede Minute darüber nach. So, ich glaube, wir müssen hier komplett einmal raus. Das ist aber ein riesen Geschütz hier, ne? So, wir müssen Margaret finden, die Heilerin. Achso, warte mal. Ne, ich muss hier raus. Ich muss einfach hier raus. Muss hier runter? Wo geht's denn hier hin, Alter? Das ist falsch hier, ne? Ich glaube, hier bin ich falsch. Achso, hier ist noch mein Lager. Ah, hier bin ich reingekommen. Letztens. Mit der Tuster. Macht der Nachschub. Lampen auszuliefern ist kein schwieriger Job. So. Dann gucken wir mal.
wo wir Margaret finden. Fast 500 Meter, Alter. Ich hoffe, die haben ein bisschen was dabei für mich. Hier stimmt was nicht. So, weiter geht's. Sie erinnern sich also nicht, wann das passiert ist? Ich habe es euch doch schon gesagt. Ich habe den Überblick verloren. Ich sitze hier bestimmt schon mehrere Stunden. Die Banditen wollen mich und gehen. Was sind denn das für Leute hier? Guck mal, den kenne ich doch. Alter, den kenne ich. Das ist doch der Typ, der sich sein Bein gebrochen hat. Der Händler. Naja. So, gleich jetzt abwärts. So, Freunde, wir sind da. Wir haben es endlich geschafft. Und dann gucken wir mal. Die muss ja hier sein, ne? Da vorne ist sie. Also hoffe ich, dass er da ist. Nicht, dass ich wieder erst, dass mir wieder erst gesagt wird, die ist gar nicht hier, Junge. Mach die Tür auf, Junge! Das ist ein Notfall. Ist da jemand? Wer ist da? Da ist ein Mann, der dringend einen Heiler braucht. Psst, sie schläft. Wann wacht sie auf? Das ist ein Notfall. Es ist immer ein Notfall. Wie damals, als diese junge Frau einen Trank brauchte, um die Geburt einzuleiten. Und dieser Kerl, der eine Salbe gegen seinen Leistenbruch brauchte und... Was war denn da noch? Bitte weg sie. Ein Menschenleben ist in Gefahr. Das hoffe ich auch. Notfall. Wenn ich nämlich herausfinde, dass er nur einen Kater hat, ich werde sie wecken. Du musst aber trotzdem warten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer hat dir gesagt, wie du uns finden kannst? Die Peacekeeper. Dann bist du zur falschen Heilerin gekommen. Raus hier. Hat euer Haufen ihr nicht schon genug angetan? Und jetzt diese Abtrünnigen. Seit Jahren gibt es einen Waffenstillstand. Sie haben uns in Ruhe gelassen. Und nun sind sie plötzlich verrückt geworden. Wo wart ihr, als sie diese Insel übernommen haben? Zum ersten Mal haben wir euch wirklich gebraucht. Und was war? Ihr seid nicht aufgetaucht. Sie sind weg. Ich habe mich gerade darum gekümmert. Das glaube ich dir nicht. Du lügst. Nur damit du kriegst, was du willst. Wie alle Peacekeeper. Haben wir Besuch, Gerard? Ich bin gleich da. Gerard? Es ist ein Peacekeeper. Ich bin kein Peacekeeper. Ich versuche nur, einem zu helfen. Das ist für mich dasselbe. Lass ihn rein, Gerard. Gerard. Ich bin nur ein Bote. Ein Arzt schickt mich. Er ist Steven. Ärzte hassen Volksheiler heutzutage wie die Pest. Es würde seinem Ruf schaden, wenn er Volksmedizin einsetzen würde. Das hat es bereits. Er hat mich gegen den Wunsch der Familie des Verletzten hergeschickt. Gerard. Ja? Du hast gesagt, da sei ein Mann gewesen, der uns vor den Abtrünnigen gerettet hätte. Ist das der Mann? Sag, wie heißt du, Junge? Aiden. Also, du bist tatsächlich derjenige, der uns gerettet hat. Wir stehen tief in deiner Schuld. Ich rette jeden. Und wer ist derjenige, der im Sterben liegt? Sein Name ist Aether, ein hochrangiger Offizier. Margaret, tu's nicht. Wenn irgendwas schief geht, macht man dich wieder verantwortlich. Aber wenn alles gut geht, ist das vielleicht eine Chance, um mehr Menschen helfen zu können. Mhm. Ach, die ist blind. Wieder dafür verantwortlich. Was meinst du damit? Der letzte Peacekeeper, der mich um Hilfe bat, gab mir die Schuld für seine eigene Unfähigkeit. Hat seinen verletzten Soldaten das falsche Kraut gegeben, entgegen meinen klaren Anweisungen. Sind dann einige gestorben. Und dann soll ich schuld gewesen sein. Ich lebe nur noch, weil Jack Matt sich dazu herabließ, Gnade walten zu lassen und beschloss, dass es ein tragischer Unfall war. Er hat mir mein Leben gelassen, nahm mir aber das Augenlicht. Heißt das, dass du mir helfen wirst? Ich habe nicht die nötigen Kräuter hier, aber ich kann dir sagen, wo du sie findest.
Du brauchst eine Blume, die wir Einsiedler nennen. Ja, das Problem ist, mein Inventar ist angeblich voll und ich kann gar keine Kräuter mehr aufnehmen. Sonst würde ich natürlich ein bisschen ein paar Kräuter mal so ein bisschen da mitbringen, ne? Wenn ihre Blütenblätter leuchten. Aber es reicht nicht, sie einfach alle nur so zu pflücken. Nur die kleinen Blütenblätter haben eine heilende Wirkung. Hüte dich jedoch vor den großen. Sie enthalten ein tödliches Gift. Kannst du dir das merken? Ja, nur die kleinen, nicht die größten. Die großen vergiften. Das kann ich mir merken. Ich schwöre dir, das werden wir bereuen. Ich hoffe nicht, dass ihr es bereuen werdet. Lawan, so. Deine Hilfe. Na klar. Lawan. Ich suche nach einem Kraut. Es wird der Einsiedler genannt. Ah, ja. Hab davon gehört. Ich glaube, diese komischen Blumen wachsen am Kanal. Nördlich von der Old Saints Bridge. Dort würde ich mal nachsehen. Gute Idee. Wo? Und ich würde bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Warum? Danke. Ciao. Warum soll ich bis zum Einbruch der Dunkelheit warten? Das verstehe ich jetzt nicht. Ihr wollt Geld? Ich kann euch sagen, wo das erstklassige Zeug verschwindet. Mann, geh doch mal auf die Karte. Okay, da hinten ist es schon. Ist hier direkt um die Ecke. Das mit der Dunkelheit verstehe ich aber nicht. Warum sollte ich das machen? Macht doch keinen Sinn, oder? Ich gehe erstmal hin und dann gucken wir mal. Hier ist nochmal ein Parkhaus. Niemandsland. Kann man das Ding hier eigentlich auch umhauen? Das wäre ja echt. Das wäre echt geil gewesen. Uiuiui. One-Hit, Alter. Okay, der bewegt sich gar nicht. Auch gut. Die haben natürlich immer was dabei, ne? Also das Ding, wenn du das abkriegst, dann hebst du einfach mal hier den Fuß. Oh, guck mal, hier ist ja in der Luft. Bein abgerissen, der war noch nicht fertig. Ich bin hier gefangen. So, wer ruft da wieder? Wer ist wieder irgendwo gefangen? Wahrscheinlich wieder in so einem... Hier, da hinten, ne? Da oben. Ah, den hole ich dann nicht raus. Ja, da schlechte Erfahrung. Schlechte Erfahrung gemacht. So, wir müssen dahin. Sind auch nur 50 Meter. Hier soll es sein. Und hier soll der Einsiedler sein. Und zum Kraut. Also das könnte ich mir vorstellen, aber das kann ich nicht nehmen. Im Questbereich. Wir können doch mal hier unten gucken. Vielleicht ist es sogar unter Wasser, ne? Kannst du auch haben. Aber sieht nicht so aus. Ja, da hinten ist ein Behälter drin. Aber wenn ich da wieder reingehe, ist natürlich keiner drin. Man kennt's. Oha. Moment. Ich glaube, das sind die Pflanzen, aber die lassen sich aktuell noch nicht. Die lassen sich noch nicht pflücken, weil es noch nicht Nacht ist. Also wir sind genau da, wo wir eigentlich hin sollen. So, und gleich kommt die Alarmanlage und dann denke ich mal, können wir diese Blumen hier pflücken. Nicht zu vergessen, die kleinen, nicht die großen. So. Da ist er. Aber es geht noch nicht. Muss es dunkel sein? Nachts steht da. Tja, das ist die große Frage, was sie unter nachts verstehen, ne? Ich werde mal auf dieses Gebäude da oben raufgehen, damit ich ein bisschen Schutz habe, falls ich da hochkomme.
Nicht, dass ich hier gleich aufs Maul bekomme. So richtig übel. Und irgendwelchen krassen Viechern. Aber die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ist es denn schon Nacht? Also mir wird jedes Mal hier was angezeigt, ne? Ich gehe nochmal hin. Keine Ahnung. Definieren Sie nachts. Ich glaube, man kann es so definieren, dass man es mit Dunkelheit definiert, ne? Oder ich verstecke mich hier im Busch. Da sehen die mich auch nicht. Aber ich habe keinen Plan, wie ich hier hochkomme. So, jetzt ist Nacht. Jetzt ist Nacht, weil jetzt ist die Uhr da, die mir sagt, Alter, du hast noch 6,5 Minuten Zeit. Danach. Oh, und schön wie alles voll mit Viechern hier. Sehen die mich eigentlich? Die pennen doch, oder? Die sehen mich, die pennen gar nicht. Dreckschwein. Die Jagd hat begonnen. Welche Jagd, Alter? Ich hab gleich eine Jagd. Piss dich, Junge! Eigentlich wollte ich ja nur hier ein bisschen was aufsammeln. Ich würde mal interessieren, ob man auch so eine Jagd überleben kann. Ich mache jetzt erstmal Licht an, damit ich was sehe. Ich glaube, ich musste mal wieder meinen krassen Überhammer nehmen. Lauf, Forrest! Immunität kritisch. Nice. Wo sind denn diese bescheuerten Blumen jetzt hier? Da stand jetzt schon wieder suchen. Mann, hau ab, Junge! Ich brauch die Blume. 2. Und abhauen. Yippie, ich hab sie! Ihr könnt mich am Arsch lecken! Ihr blöden Viecher. Und immer mehr, ne? Uiuiui! Dunkle Höhle. Oh, jetzt bin ich tot. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, ich bin hier wieder zurück. Warte mal. Kann man hier irgendwie raus? Es ist schon wieder Morgengrauen. Okay. Gut, so. Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich wieder zurück. Habe ich die Medizin schon bekommen? Okay. Verliert man eigentlich auch irgendwas, wenn man stirbt? Ich glaube nicht, ne? Das wäre nochmal ganz interessant zu wissen. So, wir sind am Hafen. Tschu. Dann gehen wir mal dahin und geben mal die Medizin ab. Ich denke mal, wir können uns entscheiden, ob wir die großen Blätter oder die kleinen Blätter nehmen. Aber wenn ich die kleinen Blätter nehme, denke ich mal, werden die anderen beiden sterben, die mir die Medizin gegeben haben. Deswegen nehmen wir die kleinen Blätter. Außer die haben mich verarscht. Ja? Dass sie sich getäuscht haben. Das wäre natürlich doof, aber das ist dann auch nicht meine Schuld.
Was ist das? Aus dem Weg. So. Er treibt es immer bis zum Äußersten. Beweg dich, Bürger. Geduld. So, ich bin da. Hier, ich habe Zeug dabei. Wie geht's dem Patienten? Er kommt langsam zu sich. Vielen Dank für deine Hilfe. Der rastet aus, wenn der mich sieht, ey. Warte, was geht hier vor? Du bist zu dieser Hexe gegangen, stimmt's? Dieser Margaret. Hexe. Ich habe keine Hexe gesehen. So etwas wie Hexen gibt es nicht. Das ist Aberglaube. Aberglaube oder nicht, Hexerei ist strafbar. Bitte, beruhigt euch wieder. Was ist los? Wir verlieren ihn. Aiden, gib mir die Kräuter. Es. Ich lasse kein Hexengift an meinen Mann. Junge, was ist jetzt hier los? Entweder Kräuter oder weg. Wird nicht lange halten. Weiß sie, für wen diese Arznei ist? Sie hat seine Männer auf dem Gewissen. Dafür hätte sie hängen sollen, aber Jetmet befahl Aether, ihr die Augen auszubrennen. Was? Hast du es ihr gesagt? Sie hat dir Gift gegeben, das garantiere ich dir. Aiden, gib mir die Kräuter, verdammt. Ja, hier. Ich gebe die kleinen, ich gebe die großen. Warte, ich muss erst was klären. Genau. Mach schnell. Luan, bist du da? Aiden, was ist los? Weißt du was über die Blütenblätter? Blütenblätter? Da war doch was. Moment. Frank hat es mir mal gesagt. Manche waren medizinisch. Ja, welche? Die Kleinen. Die Kleinen. Die Kleinen heilen. Daran kann ich mich noch erinnern. Danke. Dachte schon, jemand hätte mich getäuscht. Okay, dann passt ja. Was ist los? Nix ist los. Sorry. Also, was machen wir jetzt? Wir spielen jetzt eine Runde Mikado. Nackt. Ich gebe die kleinen Blütenblätter. Let's go. Und er ist jetzt einfach geheilt von so ein paar Blüten? Wie geht es ihm? Offensichtlich war die Arznei so effektiv, wie ich gehofft hatte. Ja, und jetzt? Kommt da noch was? Wahrscheinlich fehlt wieder unten Audio. Wir sollten ihn alle zufrieden lassen. Genau, lass mich mal zufrieden. Bleibe in der Nähe. In der Nähe. Du hast Margaret offenbar richtig eingeschätzt. Sie wollte ihn doch nicht vergiften. Ja, sieht so aus. Was wird jetzt aus ihm? Wenn alles gut verläuft, ist er bald wieder bei Bewusstsein. Und dann finden wir heraus, wer ihm das angetan hat. Das haben wir dir zu verdanken. Ja, Mann. So. Wir haben einen Stufenanstieg für Kampf bekommen und die Nebenquests abgeschlossen. Aitor. Kampf